Hallo Community, hier sind wir von Trader Online Video, Julian. Tag. Und ich bin's, der Micha. Hi. Ja, und es ist soweit. Wir beide spielen das erste Duell der Commander 2019 Decks. Ja. Ich spiele Gesichtslose Bedrohung. Ich spiele Entfesselte Entstehung. Ja, bin sehr gespannt. Ne? Ja, und cool. Die Cadena Schlängelnde Hexerin, mein Decklord, die gibt's auch zu gewinnen als Preis in der Verlosung. Und zwar einmal in der Form von 100 Hüllen. Und noch einmal in der Deckbox. Ne? Da nehmt ihr an der Verlosung teil, wenn ihr das Video kommentiert. Wir würden uns aber auch sehr freuen, wenn ihr natürlich das Video liked, bzw. im Kanal ein Abo gebt oder die Glocke aktiviert, dann seid ihr über immer, wenn ein Video-Upload kommt, auch informiert. Genau. Ja, und wir mischen jetzt die Karten. Genau. Wünschen euch viel Freude bei dem Video, viel Spaß, viel Glück mit der Verlosung und voll auf die Fresse jetzt, ne? Ja. Ja, bis gleich. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Okay, dann soll es jetzt einmal losgehen. Ich spiele Cadena Schlängelnde Herrscherin. Und du? Ich spiele Giret Konklave Exilant. Ja. Und wir schnick, schnack, schnucken? Ja. Anfängt? Stein. Steinmann! Verdammt! Ja. So. Ich möchte aber abnehmen. Boah, ich bei dir nicht. Mach einfach. So, komm. Hau die Karten runter. Ja, genau. Sieben Karten. Du möchtest anfangen, ne? 4, 5, 6, 7, natürlich. Gut. Natürlich möchte ich anfangen. Okay. So. Ja. Ich halte. Ich auch. Okay. So, ich bin ein aktiver Spieler. Gut, wir haben ja ein bisschen mehr Zeit. Wir haben 40 Lebenspunkte, spielen jetzt Dual Commander. Und ich lege mal los und spreche einen fauligen Obstgarten. Der kommt getappt ins Spiel. Und dann bist du. Gib mir nachher schwarzes oder grünes Mana. Dann ziehe ich. Spiel einen Wald und du bist. Okay. Ja. Ich spreche eine immer ändernde Weite. Die kann ich opfern. Ich suche deine Bibliothek nach einem Standardland. Bringe sie gerade ins Spiel, mische dann deine Bibliothek. Das mache ich auch. Opfer sie. Und hole mal ein Standardland raus. Ja, kann ich schon mal machen. Das kommt raus. Spiel eine Insel soll es sein. So. Ja. Und dann kannst du noch einmal kurz abheben, wenn du möchtest. Und dann. Ja, ich will. Boah, die neuen Höhlen sind noch so richtig fest. Ja. So. Okay. Ja, dann bitte. Ja, dann ziehe ich. Dann spiele ich die mannigfaltige Landschaft. Ja. Kommt getappt ins Spiel und kann mir ein Farblos abzeugen oder für zwei beliebige Tappen opfer die mannigfaltige Landschaft. Durchsuche deine Bibliothek bis zu nach zwei Standardlandkarten, die einen Landtyp gemeinsam haben. Bringe sie getappt ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. Okay. Und dann bist du dran. Okay. Ich habe ein bisschen Schiss vor deinem Deck, aber ja. Mal so. Drittes Land. So. Meine Cadena kostet 4 Mana. Dann gebe ich ab. Dann tappe ich, ziehe eine Karte. Erstmal aufbauen. Ich spiele eine Ebene. Ja. Dann spiele ich, glaube ich, erstmal mit Gildenmagierin von Vitu Gazi. Ja, 2-2, okay. Genau, und für 6 Mana kann ich einen 3-3 grünen Zentauren-Kreaturen-Spielstein erzeugen. Und für 4 Mana kann ich Bevölkerung durchführen. Erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie eines Kreaturen-Spielsteins ist, den du kontrollierst. Ja, wie kostet dein Commander? Der kostet 5, ne? Ja, der kostet 5. Okay. Dann bist du dran. Okay. Ja. Zack. Ein Wald. Schwarz, grün, blau und ein beliebiges, da kommt die Cadena rein.
Mein Commander ist aus der Kommandozone im Spiel. Sie sagt, Stärke 3, Widerstandskraft 3. Der erste verdeckte Kreaturenzauber, den du pro Zug wirkst, kostet beim Wirken 3 weniger. Immer wenn eine verdeckte Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Dann wirke ich doch mal einen... Ja. Einen Kreaturenzauber verdeckt. Oh, interessant. Ja? Das ist eine 2-2-Kreatur. Ja. Ne? Und es kommt ja eine verdeckte Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel. Das heißt, ich darf jetzt eine Karte ziehen. Mhm. Ja? Zack. So. Und wenn eine verdeckte Karte ins Spiel kommt, darf ich eine Karte ziehen. Mhm. Ne? Gut. Dann bist du dran. Es fühlt mich schon besser. Dann entscheide ich. Ziehe eine Karte. Also Commander ist schon sehr lustig, weil jede Karte ist ja nur einmal im Deck. Das heißt, man spielt definitiv total unterschiedlich. Und er hat ja das Draufhauen-Deck. Oh, du greifst nicht an. Greif nicht an. Das ist spannend. Gut, dann tappe ich mal. Wieso sollte ich angreifen? Achso. Zieh mal. Ja. Ja. Zieh. Ja. Okay. Okay, vielleicht habe ich gut. Gut, ich spreche einen Befehlsturm. Der erzeugt mir einen Mana in der Farbidentität meines Kommandeurs. Das heißt blau, grün oder schwarz. Das ist natürlich super für mich. So. Und dann. Ja. Lege ich eine Karte, wenn ich eine Karte verdeckt ins Spiel. Mit der Fähigkeit. Der erste verdeckte Kreaturenzauber kostet 3 weniger. Man müsste sonst 3 Mana bezahlen, um die Karten gemorpht zu spielen. Ne? Und immer wenn eine verdeckte Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe ich eine Karte. Ziehe ich mal eine Karte. Ja, und ziehe eine Karte. So. Das ist doch alles schon okay. Dann greift dich mal der 2-2er an. Erst noch schnell gucken. Ja, nehme ich 2. Das ist 2. Ja, nehme ich 2. Dann bist du auf 38, 38, ne? Okay, ja, das kann ja lange dauern, aber das erste Blut ist geflossen. So. Junge! Okay, 1, 2, 3, 4, 5 Mana habe ich. Dann bin ich erstmal fertig. Nein, das ist Hobus. Möchte ich hier 2 Mana tappen und die tappen und opfern. Die Kartoffel? Die mannigfaltige Landschaft und mir 2 Standländer raussuchen, die den gleichen Typen haben. Achso, ja, verstehe. Ja, dann hast du ja deine. Holst du 2 Gebirge raus? Ja, ich hole 2 Gebirge. Alles klar. Gut. Dann fehlt dir auch nur noch ein Mana für deinen Kommandeur. Richtig. Das ist nicht so schön. Schwer zu mischen. Ja, du brauchst nur einmal rein mischen. Ich heb nochmal ab und dann passt das. Okay. Ja, dann gehe ich in meinen Zug. Enttappe. Ziehe eine Karte. Okay. Ja. Dann würde ich mal sagen, spiele ich für 2. Abgott der Vergessenheit, Artefakt. Tappen, ziehe eine Karte, aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du in diesem Zug einen Spielstein erzeugt hast. Und für 8 Mana tappen kann ich sie opfern und erzeugen 10 Zehner Eldrazi-Kreaturen zu bestellen. Okay. Gut. Ja. Wie viel das Mana? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Dann bist, glaube ich, erstmal du dran. Dann bin ich dran. Dann bist du dran. Gut. Dann ziehe ich mal eine Karte. So. Erstmal so
gucken. So, was habe ich denn da? Ja. Ich finde noch ein Mana. Du hast ja schon ein Mana, ne? Mhm. Du hast genug. Ich aber nicht. Teuflisch, teuflisch, teuflisch. Ich lege mal einen Wald. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl bei dir. Ne? So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ich habe 6 Mana. Du hast da eine 2-2-Kreatur liegen. Ja. Gut, dann greife ich dich mal. Ja. Sechsmal. Ja, komm, draufhauen, 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 ne? Drauf. Ja? Mhm. Ja. Okay. Okay. Also sind jetzt zwei Zweier. Ja. Die ich vielleicht noch irgendwie umdecken kann mit irgendwas, keine Ahnung. Die dann Effekte auslösen und der ist 3-3. Block ein 2-2er. Block ein 2-2er. Den 2-2er. Mhm. Okay, dann passiert das. Okay. Ich gehe auf 33. Du bekommst 3 Commander-Schaden, weil wenn man 21 hat, dann stirbt man. Ja. Ja, leg mal hin, dass du 3 Commander-Damage hast. Und 5 Schaden total, gehst also auf 33. Hier stirbt... Also deiner stirbt, meiner stirbt, von vorne hat er keine Effekte. Stirbt eine Keru-Zauberdieben. Die hätte ich für 6 Mana morphen können. Die ich jetzt habe, ist eine 3-3-Kreatur. Wenn sie aufgedeckt wird, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Und wenn er neutralisiert wird, dann kann ich ihn aus dem Exil dann sprechen. Ja. So, jetzt muss er auch mal kurz gucken. So, wir machen so. Ich zahle 2 Mana. Ja. Spreche erkunden. Okay. Du darfst in diesem Zug ein zusätzliches Land spielen, ziehe eine Karte. Mhm. Ich ziehe eine Karte. Mhm. Ich spreche ein zusätzliches Land. Mhm. Das ist die sich entfaltende Wildnis. Ne? Ja. So, dann. Dann zahle ich 2 Mana. Decke die Beschützerin des Baus auf. Ja. So, dieser Kreaturen, deren Stärke kleiner ist als die der Beschützerin des Baus, können sie nicht blocken. Ja, Megamorph-Kosten sind 2, habe ich jetzt bezahlt. Ein grünes, ein beliebiges. Du kannst diese Karte verdeckt für 3 als 2 Kreatur wecken. Decke sie zu einem beliebigen Zeitpunkt für ihre Megamorph-Kosten auf und lege eine +1/+1 Marke auf sie. Dann ist sie jetzt 3-2. Ja? Ja. Wenn die Beschützerin des Baus aufgedeckt wird, bringe eine Kreatur deiner Wahl aus deinem Friedhof deine Hand zurück. Dann nehme ich die Kero Zauberdiebin auf meine Hand zurück. Oh mein Gott! Ne? Ja, dann möchte ich mit Kadena eine Kreatur gemorpht ins Spiel bringen. Welche mag das denn wohl sein? Ja. Dafür darf ich eine Karte ziehen. Ja. So. Welches ist es wohl? Dann sage ich noch, ich spreche für ein blaues und ein grünes Mana. Da merkst du schon, wie komplizierte Züge, ne? Spreche ich noch geheime Pläne. Das ist eine Verzauberung, die sagt, verdeckte Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +0/+1. Das ist jetzt also 2-3. Immer wenn eine bleibende Karte, die du kontrollierst, aufgedeckt wird, ziehe eine Karte. Okay. Und dann gebe ich ab und löse noch die sich entfaltende Wildnis aus. Ja, dann entspann und suche mir. Ich ziehe eine Karte. Ich spiele einen Wald. Boah! Mhm. Das 5. Land! Ja, ja. Hm. Mhm.
Ein Sumpf. Ja, würde ich mal sagen, spiele ich meinen Commander, ne? Ja. Giret, Konklave. So, der ist 2-5. Genau, wenn er ins Spiel kommt, erzeugt er einen 4-4 grünen Nashorn-Kreaturenspielstein. Ja. Und wenn er angreift, kann er Bevölkerung durchführen. Und weil ich war jetzt, warte, jetzt hier eine Karte. Habe ich den erzeugt? Den Spielstein? Den Spielstein hast du erzeugt, ja. Sagen wir mal so, ziehe eine Karte, aktiviere es, wäre nur in Zug an den Spielstein erzeugt hast. Ja, ist ja klar. Ja. Okay. Ja. Dann würde ich mal sagen, tappe ich die hier und ziehe eine Karte. Ja, du tappst den Abgott der Vergessenheit. Ja, genau. So, jetzt nochmal gucken hier. Wenn Giret Konklave Exilant ins Spiel kommt, erzeuge einen 4-4 grünen Nashorn-Kreaturenspielstein, der Kampfschaden verursacht, alles klar. Immer wenn Giret Konklave Exilant angreift, führe Bevölkern durch. Der Spielstein kommt getappt und angreifend ins Spiel. Also erzeuge für Bevölkern einen Spielstein, der eine Kopie eines Kreaturenspielsteins, den du kontrollierst. Ja, das ist nicht schön. Ja. Okay, dann gebe ich ab, muss aber noch eine Handkarte abschmeißen. Mann, jetzt habe ich doch ein bisschen Schiss, ey. Ist jetzt schwer, was ich abschmeiße hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana. Schmeiße ich die Flugscheuche ab. Ja, okay. Dann bin ich dran, ja? Dann bist du dran. Okay. Gut. So, dann beugen wir erstmal auf. Hier. Karte ziehen. Mhm. Ah, das ist schön. Ich spreche einen Sonnenring. Ja, ist ein Artefakt. Ja. Kann man tappen für 2 Mana. Kostet selber nur 1. Dann hätte ich jetzt 2 Mana, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mana. Hätte ich jetzt total. So. Ich will ja gar nicht, dass du bevölkerst, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Nee, irgendwie nicht. Nee, ne? So. Nee, aber du. Aber ich will. Schwarz. Ich will. Grün. Ja. Oh, das klingt schon mal nicht gut. Schwarz, grün. Und. Skelett in einer Rüstung. Ob ein offizieller Zauber ist. Schwarz-grün und beliebiges. Spontanzauber. Zerstöre ein Artefakt oder eine verfaulen lassen. Zerstöre ein Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl. Sie kann nicht regeneriert werden. So, dann geht er zurück in die Kommandozone. Das heißt, wenn du ihn jetzt sprechen möchtest, müsstest du 2 Mana mehr bezahlen. Ich wusste doch, dass diese Karte kommt. Ja, er muss einfach weg. Muss einfach weg. So, jetzt. Die kenne ich ja schon. So. Dann. Dann gibst du ab. 2 Mana. Grün, grün, 4 Mana. Spreche ich Stimme der Vielen. Ein Elf-Druide, 3-3. Wenn die Stimme der Vielen ins Spiel kommt, ziehe für jeden Gegner, der weniger Kreaturen kontrolliert als du, eine Karte. Du hast weniger Kreaturen als ich. Also darf ich also Karte ziehen. Zack. Wow. Das ist eine Insel. Die spreche ich auch. Ich habe noch kein Land gelegt. Okay. So. Gut. Der ist aber 4-4, der Token. Das heißt, der ist mir eigentlich leider tatsächlich zu stark. Okay. Ja. Leider. Ja. Gut. Dann gebe ich ab an dich. Dann entschaffe ich. Ziehe eine Karte. Ach, genau. Was hat der gemacht? Hat der vorher einen Token gemacht? Nee. Der. Okay. Karte. Ah ja, Karte. So. Alles klar. So. Was will ich jetzt tun? Dein Kommandeur zu sprechen kostet jetzt also dann 7 Mana. Okay. Ja, der macht dir einfach viel zu viele Nashorn-Tokens. Der ist ultra böse. Ja, ist gut. Ja, ich mag den.
sprich den Oran Frostzahn. Ja. 2-6. Okay. Angreifende Kreaturen, die du kontrollierst, haben Todesberührung. Also deine, ja? Ja. Mhm, okay. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Okay. Ja. Gut. Schön, ne? Mhm. Mhm. Also, ich glaube, ich greife einfach an. So, wenn der einem Spieler Schaden zufügt, ziehst du eine Karte, ne? Und der hat Todesberührung. Und Trampelschaden. Mhm. 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 Fies, ne? Ja, ja. Mhm. Kannst natürlich jetzt so alles reinopfern, so, ne? Ja, ich überlege, was ich mache. Ja, das Nashorn auch wegmachen. So ein Decklord. Mhm. So. Mhm. Einfach alles rein. Ja, ich würde die beiden empfehlen. Ja. Die beiden. Ja. Beschützer des Baus und Stimme der vielen. Also drei Zweier und drei Blocken dein Nashorn. Ich möchte ja nicht, dass du eine Karte ziehst. Wie viele Handkarten hast du denn? Vier. Sieben. Sieben. Ach, du weißt was. Dann blocke ich nicht und lasse dich die Karte ziehen. Ja. Ja, dann bekomme ich so viel Schaden. Krieg ich vier Punkte Schaden. Okay, dann ziehe ich eine Karte. Ja. Mhm. Mhm. Ja, muss ich leider eine Karte. Musst du leider eine Karte abwerfen, ja? Ja, das ist ja. Welche von den beiden? Hm. Das werde ich nicht machen. Folgenreicher Fall. Wirfst du ab. Okay. Ja. Dann bist du fertig? Dann bin ich fertig. Schön. Das ist doch schön. Das ja, ist ja, das toll. Ist, ja, das wird ein schönes 1-0. Pass mal auf. Einfach verdeckt gehen? Und gemein spielen. Nee, ich habe ja schön viel Mana jetzt tatsächlich. Ja, ich nicht so. Ne? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mana habe ich. Ich bräuchte Mana. Zieh erstmal eine Karte, ne? Ich bräuchte Mana. Willst du mir das so abgeben? So, dann mach ich das doch. Ich zahle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mana. So mega Commander, ne? Und lege Apex Altisaurus. Bam. 10, 10. Wenn der Apex Altisaurus ins Spiel kommt, kämpft er gegen bis zu eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Da! Und weil das kein Kampfschaden ist, ne? Macht die Kreatur ja, keine Todesberührung. Die hätte auch keine Todesberührung gehabt, ne? Ach ja, stimmt, weil du ja nicht angreifst. Alles klar, okay. Er hat übrigens noch Erzürnen. Immer wenn dem Apex Altisaurus Schaden zugefügt wird, kämpft er gegen bis zu eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Das war's. So, dann gehe ich mal in meinen Angriff. Schlagen. 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 Das wären 3, 6, 7, 8. 9, 10, 11 Schaden total. Ja. Und 3 davon sind Commander-Schaden. Ich auf 22. Das ist schön. Ja. Und kriege und noch. Dann lege ich noch die Dunkelwasser-Katakomben. 6 Commander. Da kann ich einen Mana bezahlen und kriege dann für Tappen schwarz-blau. Ja. Ja. Bin ich? Mhm. Ja? Mhm. Dann tappe ich. Von wegen immer nur draufhauen, draufhauen, draufhauen. Ja. Ja. Was will ich jetzt tun? Das sind aber wieder alte Regeln einführen, nachdem du mich so oft geschrubbt hast. Ja, guck mal, was du da noch machen kannst. Das wäre jetzt riskant, wenn ich das tue. Mhm. Ziemlich riskant. Mhm. Aber ich könnte es versuchen. Mhm. Mhm. Soll ich es versuchen? Keine Ahnung. Mhm. Schwer. Probier's. Ja. Try es. Erkunden. Du darfst ein zusätzliches Land spielen und ziehst eine Karte. Ja. Da kennst du die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Da kannst du ein zusätzliches Land spielen, wenn du willst. Ja. Achso. Kann ich leider nicht. Okay. So. Will ich das jetzt? Ja. Ja, ja, ja.
Was du zerstör das mal. Ach, du zerstörst. Womit denn? Die innere Bestie. Die innere Bestie. Für 3 Mana zerstöre genau. Eine bleibende Karte deiner Wahl. Ihr Beherrscher erzeugt einen 3-3 grünen Bestie-Kreatur inzwischen. Das ist aber gemein. Hier. Okay. Das sind 3-3er. Da ist der Altisaurus weg. Schenke ich dir. Und eine 3-3er Bestie ist da. Okay. Gut. Mhm. Ja, da musst du. Alles klar. Angreifen will ich, glaube ich, nicht. Gut. So. Ein Mana-Nachteil hier, ne? Ist unfair. Hätte ich deinen Mana, ist einfach ja, sterben, dann hätte ich schon längst gewonnen, dann hätte ich dich schon längst niedergetrampelt. Ich muss nur gucken, dass ich deinen Kommandeur in Schach halte, das ist eigentlich so das Wichtige. Weil wenn da, du willst ja ganz viele Tokens machen und das darf halt einfach nicht passieren. Zack. Ja, so. Könnte ich auch mit meiner Hand machen. Das ist gut. Ja, also, nochmal kurz, wie das Deck so funktioniert. Ich durch meinen Commander lege eine verdeckte Kreaturenkarte rein. Ja. Ne? So. Ja. Darf dann, weil eine verdeckte Kreatur ins Spiel kommt, ist eine Karte ziehen. Ja. Soll immer Karten ziehen, ne? Ja. So. Ist auch fies. Mhm. Mehr auf dein Deck. So. Das will ich da eigentlich nicht machen. Okay, ja, dann zahle ich mal 2. Ja. Um die Karte aufzudecken. So. Wachsamer Nantuko. Morph 2, gerade bezahlt. Mhm. Wenn der Wachsamer Nantuko aufgedeckt wird, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Bam! Ach Gott. So, ja, immer wenn eine bleibende Karte, die du kontrollierst, aufgedeckt wird, ziehe eine Karte. Bam! So. Ich habe aber noch Nashorn hier, ja, ne? Ja, ja, psch, psch. So. Das macht dich nass. So. So, so. Mhm. So, der ist ja wirklich ein ganz ein böses Ding. Mhm. So. Das Nashorn. Mhm. Ja. Mit dem Horn schlitzt. Mhm. Ja. Deine Kreaturen. Ja. So. Ja, tatsächlich wie dieses, also ein so blödes Nashorn mich schon wirklich aufhält. Ja, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. 9. Dann greife ich doch erstmal an. Und zwar. Zeit mit der Beschützerin. Ach, Kreaturen, deren Stärke kleiner ist. Okay, die ist ja größer. Ja. Okay, mit dem 3-2er, mit dem 3-3er und mit dem 3-3er. Der Montuku darf ja noch nicht. Der möchte nicht. Makalina möchte natürlich auch nicht angreifen. Aber so kommen die mal rüber. Was tust du? Ich blocke den. Du blockst mit dem Nashorn und der Beschützerin des Baus. Dann kommt von meiner Seite kommen keine Fast Effects. Dann wird Schaden verrechnet. Hier steht meine Beschützerin und du bekommst 6 Punkte Schaden. Ich. Ne? Was ja schon mal okay ist. Gehe ich auf 1, 6, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Dann. Diese Hand. Ist voller Karten. Die ich eigentlich besiegen möchte. Für 2 Mana spreche ich an Verzauberung. Pfad der Geheimnisse. Immer wenn eine verdeckte Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du in deiner Bibliothek nach einer Standardlandkarte, die suchen, sie offen vorzeigen, auf deine Hand nehmen, dann deine Bibliothek mischen. Immer wenn eine bleibende Karte, die du kontrollierst, aufgedeckt wird und falls es eine Kreatur ist, erhält sie +2/+2, bis du eines Zuges. Okay. Du hast keine Chance mehr gegen dieses sich so stark aufgebaute Deck. Meine Spielmatte ist zu klein. Oh mein Gott, sagt dieses Pokerface. Das, oh mein Gott, kein Land. Was soll ich tun? Wie viel Leben hast du denn noch? 16. 16. Ja, ne? Du wolltest doch dein Deck mal zeigen. Ich sehe gar nichts von deinem Deck irgendwie. Ja. Wollte ich auch eigentlich. Mhm. Mhm. Ja, du spielst ja nochmal gegen Jenna. Dann kannst du da nochmal performen. Ja,
Oder auch nicht, wer weiß. Doch, da mache ich dann richtig. Da lege ich hier dann. Hier ist Ära des Untergangs angesagt. Ne? Alles blöd. Mhm. Aber es macht Bock. Also, das ist logisch. So. Gewinn macht ja immer Bock. Ich versuche jetzt was. Ja. So. In Einklang bringen. Ziehe drei Karten. Hilft ja dir nicht wirklich, ne? Weil du musst ja. Ich zahle mal die Megamorph-Kosten hier. Zack. Lass mich doch mal den Länder ziehen. Die zwei Mana. Zwei Mana. Das nehme ich zum Anwerfen. 3-4 Mana. 5-6 Mana. Kero Zauberdieben, ne? Wenn die Kero Zauberdieben aufgedeckt wird, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Falls der Zauberspruch auf diese Weise neutralisiert wird, schicke ihn ins Exil, anstatt ihn auf den Friedhof in den Sitz zu legen. Du kannst die Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, solange sie im Exil bleibt. Das ist eine Hexerei, ne? Kann ich gleich erst wirken. Er kommt als 3-3er rein, aufgedeckt wird, wenn eine Kreatur ist, kriegt es plus 2 bis 2 bis 1 zu. Das heißt, momentan ist der 5-5. Ja, das kommt ja jetzt. Immer wenn eine bleibende Karte aufgedeckt wird, ziehe eine Karte. Was ist das hier eigentlich? Darf ich nicht mal Länder ziehen? Ja, ja. So. Ja. Ich wollte das eigentlich nur um Länder. Also das nur als Reaktion auf deinen Spruch. Top. Super. Dann bist du. Ich bin dran. Ja. Oh, das ist ja schön. Wie viel Schaden krieg ich gleich? Du kriegst einfach tödlichen Schaden jetzt. Nee, 12. Das reicht noch nicht. Nein. Du hast noch ein weißes Mana. Ja. Richtig, ne? Ja. Ja, guck. Ich glaube, mit einem weißen. Mit einem weißen Mana, dann kannst du dich jetzt richtig austoben mit einem weißen Mana. Ja, so, ich enttappe mich mal mega Mana-mäßig hier. So. Hätte ich Mana, hätte ich dich einfach richtig hart fertig gemacht. Ich ziehe jetzt erstmal eine Karte. Brauche ich jetzt nicht mehr. So, dann möchte ich doch du kannst die Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, solange ihr das Ziel bleibt. Ja, dann möchte ich auch so gerne, was soll das in Einklang bringen, wirken und ziehe mal drei Karten. Und wo kommt sie jetzt an? Jetzt ist sie dann im Friedhof, glaube ich. So, wo ist sie denn? Ja, drei, so. Ich lege einfach nochmal mehr Mana. Du hast schon dein ganzes Board voll. Ja, ich ziehe auch die ganze Zeit immer. Ich könnte jetzt auch noch hier kopieren, ausgelöste Fähigkeit. Also wenn, dann kommt es auch richtig. Ne? Ja, pass auf. Aber wie ich dich halt töte, das ist folgendermaßen. Ja, ich zahle zwei grüne Mana. Ist eigentlich gar nicht so teuer. Okay. Ich zahle zwei grüne Mana. Spreche. Eine Hexerei. Weg der Wiederkehr, bestimme eines. Oder ich kann auch verflechten, beides machen, aber ich bestimme, bringe eine bleibende Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Okay. Da hole ich mir verfaulen lassen. Ich könnte auch den Dino nehmen. Ich glaube, der Dino ist noch geiler. Sag mal. So, der Dino kostet ja 9 Mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dann hole ich mir mal den Dino. Einfach nur, um noch mehr Macht zu. Ja, ich hätte sonst halt verfaulen lassen genommen, aber der alte Saurus, der ist einfach noch mal stärker. Ja. Der macht dich noch toter. Ne? Ja. So. 2 Mana. 3-4 Mana. 5-6 Mana. 7 Mana. 8 Mana. 9 Mana. Apex-Altisaurus, 10-10. Wenn er ins Spiel kommt, kämpft er gegen das Nashorn und hustet das mal eben kurz in die ewigen Jagdgründe. So, da ist keine Deckung mehr. 3 Schaden. Das ist so wenig Schaden. 6 Schaden. 9 Schaden. Nochmal 3 sind 12 Schaden. Ich lebe mit 1. 15 Schaden. Ich bin auf 1. Ich lebe noch. Du lebst jetzt noch. Jetzt ziehe ich das Land, ich sag's dir. Zappel noch ein bisschen. Ich ziehe das Land. Ja. Und dann zeige ich es dir richtig. Ja. Zeig mir jetzt. Jetzt kommt der Turning Point. Bin ich? Julian trumpft auf. Ja. Ja. Dam, dam. Panorama von Naya. Kommt getappeltes Spiel. Nee, kommt's nicht. Oh. Für ein Mana und tappen kann ich's opfern. Mhm. Und meine Bibliothek.
nach einem Gebirge, Wald oder Ebene. Wir suchen uns die getappten Spürchen und dann die Böden. Wahnsinn. Krass, ne? Wahnsinn. Oh, jetzt geht's los. Geht's überhaupt los? 3, 4, 5, 6. Ja, ich kann noch Seele von Zendikar spielen. Ja, was macht die denn? 6-6 Reichweite und für 5 Mana kann ich einen 3-3er erzeugen. Bisschen Kreaturenspielstein. Und für 5 Mana kann ich sie aus dem Friedhof von 6 hier schicken. Mhm. Und ein 3-3 bisschen Kreaturenspielstein. Ja. Ist Wahnsinn. Ja, krass, ne? Hammer. Ja, ich habe Angst. Okay, bin ich dran? Ja, dann enttappe ich mal alles zurück, so hier so schön. Ja, klar. Ja, und also ich hätte dir auch. Ich finde, also mein Deck konnte jetzt mal zeigen, was es ist. Ich hätte auch noch hier noch richtig fummeln können mit Karten, die ich jetzt natürlich nochmal gezogen habe. Mana ziehe ich natürlich immer nochmal schön brav weiter. Ich hätte auch was anderes machen können. Ich hätte noch den Zeitdeal. Aber ich greife erstmal mit allem an. Einfach draufhauen. Ich block deinen Commander. Ah, töte meinen Commander. Ich töte deinen Commander. Ja, töte meinen Commander und stirb. Ja. Ich hätte auch deine Kreatur noch klauen können. Ja? Ja. Schade, ne? Hier, hätte ich doppelte Token erzeugen können. Hätte ich immer Bevölkerung machen können, wenn ich einen Zauberspruch gespielt hätte. Ja. Das wäre dann schon geil ich gewesen. Ich höre so viel hätte. Hätte. Ich hätte noch den Strionischen Resonator ausspielen können. Kopiere eine ausgelöste Fähigkeit deiner Wahl, die du kontrollierst. Dann kannst du neu... Ach, eine ausgelöste Fähigkeit. Okay, das wäre ja nicht dann der Dings. Ja, okay. Ich schieb zusammen. Also mein Deck muss ich erstmal aufbauen. Danke. Gut gespielt. Danke. GG. Danke. Ja, also ich fühle mich gut. Cooles Game. Also ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ja. Ne? Und wir zocken ja noch weiter. Ja. Ne? Und, aber es macht richtig Bock. Dann muss ich Jenna einfach richtig hart fertig machen. Ja, machst du mal richtig hart fertig. Sag ich da, was es wird ja mehrere Duelle geben, also bleibt dabei. Wenn das Video gefallen hat, ne, gibt ein Like. Daumen hoch. Freuen wir uns. Ja. Und mit dem Abo bleibt ihr entsprechend dabei. Ihr könnt auch die Glocke Abo da aktivieren. Und mit einem Kommentar nehmt ihr an der Verlosung teil. Genau. Ne? Und dann sehen wir uns. Tschüss. Ciao.